Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Malte Helmholt. Malte Helmholt ist 30 Jahre alt. Er ist Online-Marketer. Kennengelernt habe ich ihn über YouTube. Er hat da ganz coole Tipps gegeben. Er ist Geschäftsführer von seinem eigenen Online-Marketing, Unternehmen. Und er hat eine ganz coole Webseite, die heißt Webseitenpiloten mit ganz vielen coolen Kursen, wo ich selber schon Kurse gekauft habe, weil ich total überzeugt bin von Malte, was er da macht. Ich habe vorher schon ein paar Fragen gestellt von Kollegen, was sie so wissen wollten, was Malte denn so kann, was er so aus der Home mitbringt. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Malte. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, danke für deine Einladung auf jeden Fall. Es heißt übrigens Website-Piloten, also nicht Webseiten-Piloten. Okay, Entschuldigung. Und, ja genau, also ist gar kein Thema. Nur für alle, die das, sag ich mal, suchen, Website-Piloten.de. Ich tue mich jetzt gerade noch mit dem anderen YouTuber zusammen, der mein Geschäftspartner auch ist, dem Jonas. Der hat einen riesen E-Commerce-Shop und ich denke, dass Jonas und ich mit unseren Followern auf YouTube auf jeden Fall in Deutschland, sag ich mal so, was WordPress, WooCommerce, Online-Marketing auch, sag ich mal, angeht, also vor allen Dingen, wenn du unsere Kanäle zusammentust, so, da haben wir schon mit die größte Reichweite, sag ich mal, und sehen natürlich seit Jahren, sehen wir die ganze Zeit, was ist so Trend, was geht so ab. Und ja, vor 5 Jahren habe ich da, sag ich mal, deswegen sagst du immer Webdesigner, zu mir habe ich mit einem fetten Webdesign-Video, sag ich mal, angefangen. Aber das war mehr, sag ich mal, um Aufmerksamkeit so ein bisschen zu kriegen. Hat auch gereicht, um sein eigenes Ding, sag ich mal, zu machen. Genau. Deswegen denkst du wahrscheinlich, dass ich Webdesigner bin. Ja, genau, das war so. Weil da, so habe ich dich kennengelernt, weil jeder fängt ja an, Gott sei Dank, irgendwann mit einer Webseite. Das ist ja das Erste, was man braucht. Und dann guckt man natürlich bei Facebook, wie funktioniert das? Und da habe ich dich gefunden. Und du warst mir gleich sympathisch. Und da habe ich dann gesagt, okay, cool, da wollte ich mehr von wissen. Und dann habe ich den SEO-Kurs damals von dir gekauft. Und den fand ich sehr, sehr cool. Und ich biete den auch selber an als Affiliate-Partner auf meiner Seite, weil ich den einfach von überzeugt bin, dass der wirklich cool ist. Das ist jetzt Werbung, ich weiß, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, auch wenn jetzt ein Shitstorm kommt. Aber ich finde es trotzdem cool. Ja. Eigentlich kannst du gerade gar keine Werbung machen, weil eigentlich sollte niemand diesen SEO-Kurs kaufen. Jetzt mache ich ganz kurz Werbung. Wir stellen momentan auf Abo-Modelle um, weil wir haben so ein bisschen gemerkt, und das könnte jetzt vielleicht interessant für jeden deiner, sag ich mal, deiner Follower auch so sein. Wir haben jahrelang daran gearbeitet, Kurse zu launchen, Geld zu verdienen, natürlich. Problem ist ein bisschen in der digitalen Branche, du sitzt dann irgendwann beim Steuerberater, gestern wieder vor einem Vierteljahr, also einmal im Vierteljahr sitzt du beim Steuerberater oder sogar häufiger manchmal und er sagt dir dann, ey Malte, wenn du mehr Geld verdienst, wirst du mehr Steuern zahlen. Und das größte Problem, glaube ich, bei jedem in der Online-Branche ist so ein bisschen, selbst wenn du Affiliate machst und so, dass du mal richtig viel verdienst und mal richtig wenig verdienst, beziehungsweise sagen wir mal, es sind mal 2.000 im Monat und mal 20.000, dann ist es natürlich blöd, wenn du zum Beispiel Steuern zahlen musst oder wenn du irgendwas rückzahlen musst, sag ich mal, deine Versicherung, was weiß ich nicht was, was du zahlen musst, wenn das in einem Monat ist, wo es gerade nicht so gut läuft und wenn es halt so extrem schwankend ist. Und vor allen Dingen ist das Ding, dass du einfach 40% beim Spitzensteuersatz, sag ich mal, bist. Und wenn du im Online-Business bist, hast du einfach, ich sag mal so, relativ wenig Ausgaben. Und momentan ist unser Kursmodell, schwankt so ein bisschen um. Also einzelne Kurse kann man gar nicht mehr bewerben von uns, weil wir einfach komplett auf Mitgliedschaften gehen. Wir wollen lieber weniger verdienen, wirklich, weil wir zahlen einfach nur Steuern. Also wenn jetzt jemand bei uns einen Kurs kauft und sagt, ey Leute, das ist ja teuer, 100 Euro so ein Kurs, dann sage ich immer, okay, krass, ja, wir müssen da 40% Steuern drauf zahlen, Gewerbesteuer müssen wir zahlen, am Ende bleiben uns 30 Euro, dann haben wir noch super viel Aufwand, wir haben ja die ganzen Kursplattformgebühren und so, am Ende bleiben uns 20 Euro, Mann, also wir sind jetzt nicht, wir sind in Deutschland hier, wir sind nicht in Dubai, wir sind nicht in Amerika, wir sind in Deutschland hier, uns bleiben 20 bis 30 Euro, der Staat will nicht, dass wir reich werden, ist vielleicht auch okay. So, aber jetzt was genug Geheule jetzt. Nee, soll kein Geheule sein. Soll einfach nur so die, sag ich mal, das sein, was vielleicht auch jedem, der sich so im Internet, sag ich mal, selbstständig macht und vielleicht auch mal einen Kurs machen will, wie ich zum Beispiel, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, wenn du jetzt, sag ich mal, im Videobusiness bist. Ich denke, die meisten von deinen Followern sind im Videobusiness. Es bringt nicht viel und das sagt mein Steuerberater zu mir, Malte, mach lieber am Wochenende frei, arbeite nicht, weil wenn du jetzt noch mehr Geld verdienst, du wirst einfach nur mehr zahlen. Und da habe ich gesagt, okay, das war so für ein Vierteljahr auch schon. Wir müssen auf Mitgliedschaften gehen, weil ich will einfach konstant was verdienen. Ja. Ich will, dass das konstant gehalten wird. Ich möchte nicht, dass jemand vor 3 Jahren, der da einen Kurs für 99 Euro gekauft hat, zu mir kommt und, sage ich mal, sagt, wo bleiben denn die Updates? Ich warte da schon die ganze Zeit drauf, wo ich sage so, ey, diese 99 Euro, die hat längst das Finanzamt für Straßenbau ausgegeben. also, ne?
um das mal so ein bisschen witzig zu sagen. Ist natürlich so, wir verdienen da natürlich dran, na klar. Und wenn wir versuchen, sinnlos dieses Geld auszugeben, dann behalten wir auch was davon. Wenn wir es versuchen, sinnlos in irgendwelche Technik reinzustecken, klar, dann behalten wir was davon. In Anlagevermögen, sag ich mal, oder wenn wir davon irgendwelche betrieblichen Sachen kaufen, na klar, dann müssen wir nicht so viel Steuern bezahlen. Aber es ist letztendlich so, dass uns mehr nicht weiterbringt und deswegen gehen wir auf jeden Fall eher auf Mitgliedschaften viel mehr und mehr jetzt. Das heißt, es gibt ein Abo-Modell jetzt für Website-Piloten. Und das gibt's aber auch, das haben wir jetzt im stillen Kämmerlein, das gibt's erstmal nur für Mitglieder, die schon mit dabei sind und bald auch für andere Leute. Das bedeutet, so viel Werbung kann man hier gar nicht machen. Ja. Ich habe auf jeden Fall heute ein Newsletter von dir bekommen und ich bin schon Feuer und Flamme, weil das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Und ja, auf jeden Fall, ich bin schon Feuer und Flamme. Aber jetzt, wir wollen ja von dir, ich möchte ja gerne von dir, wenn dich jetzt jemand auf der Straße trifft, der dich nicht kennt und fragt, sag mal, was machst du eigentlich vom Beruf, was würdest du dem sagen? Ich würde auf jeden Fall sagen, Online-Marketer. Ist schon gut, dass du mich vorhin immer Webdesigner genannt hast. Also... Ich sag mal so, ich habe schon Designs gebaut, ja klar, aber das war immer mein Hobby. Und als ich so 17, 18 war, habe ich einfach gemerkt, oder eigentlich schon ein bisschen früher, so mit 15, 16 war das, glaube ich, mit 17, 18 bin ich dann auch mehr in Richtung Web-Entwicklung, beziehungsweise so, ja, wie auch immer. Also das fing wirklich früh an, das war so vor 12, 13 Jahren, dass ich gemerkt habe, in dieser Branche steckt eine Menge Potenzial, sag ich mal. Ich will jetzt nicht Geld sagen, weil ich habe einfach gemerkt, da kann man... Wenn man sich da richtig reinlehnt in diese Branche, dann kann man einfach gute Kontakte knüpfen und davon natürlich auch gut leben. Aber es ist halt auch voll das Zukunftspotenzial. Also es wird halt Leute anziehen, die Bock haben, da mitzuarbeiten und mitzumachen. Das hat mir immer unglaublich Spaß gemacht. Deswegen, also ich arbeite auch mit, sag ich mal, 7, 8 Freunden zusammen hier in Dresden. Wir sind echt, bei uns arbeitet bisher immer noch niemand, was ein bisschen schade ist. Das versuchen wir momentan zu ändern, der nicht aus Hildesheim auch kommt, das ist bei Hannover. Also wir sind ein Freundeskreis, wir arbeiten zusammen. Jonas und ich kennen uns auch schon seit 15 Jahren. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage, weil du sprichst nicht diesen, ich sag's mal lieb formuliert, den Dresdner Dialekt. Nee, ich kann das auch gar nicht. Okay. Ja, okay. Und wie gesagt, wir sind, sag ich mal, Wessis hier. Ja, so nennen uns die ja ich auch. Weiß, so, ich die weiß, blöden ja. Wessis, ne? Ja, und wir können das gar nicht. Und ich muss sagen, nach so, wie lange bin ich jetzt hier? 8 Jahre bin ich jetzt in Dresden. So schlimm finde ich es gar nicht, wenn, sag ich mal, jemand so dresdnerisch redet. Das finde ich manchmal sogar ganz witzig. Also finde ich auch ganz cool manchmal so. Also ich bin gar nicht so der Hater, was sowas angeht. Ja. Nee, aber wir fühlen uns hier total wohl, weil es einfach eine wunderbare Stadt ist hier. Viel Natur. Und deswegen sind wir hier gelandet. Aber viele sind noch nachgekommen, sage ich mal. Und Jonas und ich, wir kennen uns auch seit 15 Jahren. Der hat ja den YouTube-Kanal über WooCommerce, über E-Commerce. Und ich kann nur jedem sagen, der die Chance hat, was mit Freunden zu machen, verkackst dir nicht wegen Geld mit Freunden, sondern mach was mit Freunden zusammen. Weil man lebt letztendlich nur einmal. Und sein tägliches Leben, was man so hat, ist eben auch sein Geschäftsleben. Und irgendwann kommt man, finde ich, so an den Punkt, wo man sagt, es geht ja nicht nur um Geld im Leben. Also viele sagen ja immer so, ja, man kann sich wegen Geld so krass verkrachen, aber ich finde, man sollte lernen auf jeden Fall, weil man nur einmal lebt, sich nicht wegen Geld zu streiten. Das ist so eine ganz wichtige Sache, weil dann kannst du wirklich einen Traum leben, dann kannst du mit deinen Freunden zusammen ein Business aufmachen und ja, genau. Also man muss da echt immer aufpassen, dass man seine eigenen, sag ich mal, oft auch seine eigenen Sachen so ein bisschen zurückstellt oder da auch immer eine Fairness findet, so, aber ich kann sagen, dass ich seit 5, 6 Jahren auf jeden Fall erfolgreich mit Freunden zusammenarbeite und diese Zeit würde ich auch nicht vermissen wollen, sage ich mal. Sehr cool. Jetzt, was mich noch interessiert, im Bereich Video. Du hast ja irgendwann mal angefangen, okay, ich weiß noch, deine ersten Videos auf deinem Kanal, die waren jetzt nicht so der Hit. Ist ja logisch, das ist ja bei jedem so. Ist bei mir genauso, die sind auch Katastrophe. Wie kam es denn dazu, wo du gesagt hast, okay, ich stelle mich jetzt vor die Kamera? Wie kam das? Meinst du, also mein erstes Video war ja nicht, dass ich mich direkt vor die Kamera gestellt habe. Nein, du hast ja dann den Monitor gefilmt, aber irgendwann war ja der Punkt, dann hast du dich vor die Kamera gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du, welches Video ich meine und das war extrem verpixelt, super dunkel, gar nicht ausbeleuchtet. Und ja, das würde ich heute auch noch machen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, der Trick, das erstmal voll amateurhaft zu machen, weil selbst wenn du der beste Videograf bist, sag ich mal, ich wette, jeder, der professionelle Videos macht, braucht einfach so viel Zeit, auch um, also
um so ein richtig professionelles Video mal eben kurz nebenbei vorzubereiten. Ja, das ist und dann so das Schneiden, selbst wenn du ein Profi bist, du brauchst trotzdem noch ein paar Stunden, um das dann hinzuschneiden. Wir leben in einer schnelllebigen Welt. Wenn du einen Imagefilm machst, ist das völlig okay. Aber wenn du so ein YouTube-Video machst, müssen momentan auch die Profis, denke ich, gucken, dass sie es hinbekommen, nicht einen ganzen Tag für so eine Videoproduktion dahin zu legen. Weil der Markt ist überschwemmt an Videos oder überschwemmt sich immer mehr und mehr. Also hier ist definitiv mein Tipp, versuch's mit so wenig Mitteln wie möglich, so schnell wie möglich. Und das habe ich halt irgendwann gemerkt, deswegen war es auch so verpixelt. Ich hätte wahrscheinlich viel mehr irgendwie hinkriegen können. Ich meine, jeder Tourist, der hier durch Dresden läuft und Urlaubsbilder knipst, kann sich eine DSLR leisten. Hätte ich wahrscheinlich damals auch hingekriegt. Aber da ist natürlich immer so die Devise im Online-Marketing, fang auf jeden Fall einfach an, weil es geht ja nicht um die Pixelanzahl in diesem Video, sondern darum, was du nach außen hin, sag ich mal, trägst, die Message zum Beispiel. Selbst ein Werbevideo von 1980 kann heute noch cool sein, obwohl das sicherlich nicht Full HD sein wird, ne? Ja, das stimmt. Das also da cool, geht es ja wirklich um die Nachricht letztendlich. Jetzt sehe ich gerade beim Aufnehmen, du nimmst jetzt die mit der Sony Alpha irgendwas auf. Ja, die Sony Alpha 3, ne? Alpha Dings 3. 7.3, ja, ich weiß, was du 7, meinst. 7.3, ja. Aber ja, 7 Mark du hast ja irgendwann Dings mal angefangen mit dem, hast du mit dem Handy angefangen, dich zu filmen, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Das waren so viele Videos. Okay. Ich habe schon über 1500 Videos aufgenommen, ey. Ja, cool. Sehr cool. Also Respekt. Alle cool. In schlechter Qualität. Nein, das war nicht böse gemeint. Ich fände einfach nur cool. Nee, ich meine es ernst. Ich meine es ernst. Was mich nur interessiert, viele zum Beispiel von meiner Kollegen sagen, nein, ich stelle mich doch nicht vor die Kamera, ich gehöre hinter die Kamera. Was einfach für dich der Mehrwert war, dass du dich irgendwann dazu entschlossen hast, vor die Kamera zu stellen? Also ich würde sagen, wenn man sich vor die Kamera stellt und das ist ganz wichtig, erzeugt man halt echt Vertrauen. Und ich glaube, die meisten nehmen das gar nicht so wahr, wie sie meist zu Anbietern hingehen, denen sie viel mehr vertrauen, wo sie die Person dahinter kennen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einem Hoster sind, wie Raidboxes, und wir kennen aus den Blogbeiträgen die Gesichter der Menschen dahinter, dann würden wir schon aus Loyalität niemals woanders hinwechseln. Okay, bei denen ist das Produkt auch noch geil, aber es gibt sicherlich noch einige andere Beispiele, wo ich zum Beispiel ich habe zum Beispiel einen Anwalt für Mietrecht, ja. Das hat nichts mit unserem Unternehmen zu tun, aber ich privat lasse mich oft beraten, wenn es so um so Sachen geht, so muss ich jetzt meine Wohnung streichen beim Auszug, ja. Da habe ich einen Anwalt und ich finde den so sympathisch und den habe ich damals gewählt, weiß ich noch, weil ich sein Bild auf seiner Website halt toll fand, so. Und ein Bild ist ja noch kein Video und ein Video kann ja noch mehr Vertrauen aufbauen. Dass die Leute das Gefühl kriegen, dass sie dich kennen. Und viele Leute jetzt habe ich gerade erst neulich jemanden getroffen auf der Straße. Also es kommt ab und zu vor, so alle paar Wochen treffe ich mal jemanden, der sagt, ey, du bist doch Malte Helmholtz von dem Kanal. So, ich meine, bei 16.000 Abonnenten ist halt so, das sind in jeder Stadt, ich meine, in Dresden sind das vielleicht alleine hier schon so, sagen wir mal, es sind 100, 200 Leute, die hier rumlaufen, die kennen diesen Kanal irgendwie, gerade in Dresden. Und der kam halt irgendwo aus Münster, glaube ich, da auch die Ecke oder so, oder irgendwo da, Münsterland. Oder NRW auch. Naja, egal, auf jeden Fall, der meinte halt so, hey Malte, ich kenne alle deine Videos so. Und der hätte mich wahrscheinlich nicht erkannt, wenn ich kein Video so vor der Kamera gemacht hätte. Aber ich meine, okay, das ist nur so ein Beispiel, wie man sieht, wäre ich nicht vor der Kamera, hätte mich der mich ja auf der Straße nicht erkannt, okay. Aber, ja gut, es war jetzt vielleicht nicht so das treffendste Beispiel, weil... Aber jetzt für dich als Resümee, findest du das eher positiv? Also hat sich deine Verkaufszahlen, du bist ja Marketer, dadurch gesteigert oder? Ja, definitiv, definitiv. Ja, also die Zahl der loyalen Kunden, sage ich mal, steigt auf jeden Fall. Okay. Und da kann ich auch nur sagen, da geht es oft darum, also viele sehen uns, sage ich mal so ganz transparent, viele sehen uns als extrem erfolgreich, wenn wir jeden Tag irgendwas posten auf Facebook. Also sogar Freunde und so von mir haben das Gefühl, dass wir... Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie ist unser Ist-Stand und sind wir wirklich erfolgreich oder eben nicht erfolgreich. Es geht mir nur darum, was haben die anderen für ein Gefühl. Die anderen haben ein Gefühl, dass wir total erfolgreich sind mit dem, was wir tun. Und das Gefühl ist halt wichtig, wenn wir mehr posten. Ja. Und deswegen ärgere ich mich manchmal, dass ich nicht mehr poste. Denen geht es gar nicht darum, welche Qualität hat das. Wenn die sehen, dass wir Zeit dafür haben und selbst wenn das 10 Minuten am Tag sind, bei Instagram was zu posten, und diese Zeit finde ich ab und zu nicht, aber wenn wir es tun... Kenn ich. Kennt, glaube ich, jeder. Wenn wir es tun, dann haben wir ganz viele Leute, die sagen, ey, ihr geht ja momentan voll ab mit eurem Kram. Ihr seid ja voll erfolgreich. Mhm.
Egal wie viele Follower wir haben, Hauptsache, die sehen uns mehrere Mal am Tag. Und je präsenter wir sind und je mehr die, sag ich mal, auch unsere Gesichter sehen, desto mehr denken sie auch oder haben sie das Gefühl eben, dass wir erfolgreich sind. Völlig unabhängig davon, ob wir wirklich erfolgreich sind oder ob wir nicht erfolgreich sind. Ja. Das hat damit gar nichts zu tun, mit dieser Theorie oder mit diesem Faktor, wie erfolgreich einen jemand anders sieht, was man gerade macht. Und das ist für mich das Interessanteste. Also wenn du ab und zu kleine Shortclips, sag ich mal, postest und du bist nicht mal ein Videograf, sag ich mal, oder ein Filmmaker und du machst ab und zu kleine Shortclips, die du aufgenommen hast und postest die, selbst wenn die nicht gut sind, werden die Leute irgendwann sagen, ey, das ist ein, der kennt sich mit Filmen aus. Den frage ich jetzt mal, ob der einen Film macht. Ja. Und das ist so total krass. Also da weiß ich, dass ganz viele Leute, gerade Designer und Künstler, gar nicht unsere Zielgruppe übrigens, muss ich an der Stelle sagen, also ich erhoffe mir keine Leads von euch, die haben da sehr große Überwindungsprobleme, weil da eben dieser, und ich kenne das selber von mir, ich sehe mich selber als Künstler, also ich wäre nicht mein bester Kunde, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Man hat halt diese Perfektion oder diesen Perfektionismus bei all seinen Werken, die man so macht. Mhm. Dabei wäre man am Ende, sag ich mal, monetär erfolgreicher, wenn man mehr macht. Ja. Und da gilt es aber, jetzt nicht viel, viel, viel mehr zu machen, finde ich, sondern einen Mittelweg zu finden. Weil ein Künstler ist ja nicht umsonst Perfektionist. Der will ja richtig geile Sachen schaffen. Kann ich auch voll verstehen. Aber da muss man ab und zu mal genau diesen Mittelweg dazwischen finden. Sehr gut, ja. Ich denke, das genau, ist wichtig. Ja. Man muss manchmal extrem perfektionistisch sein, muss aber sich manchmal echt auf die Finger klopfen und sagen, ey, Landingpage raus, komm, zack. Video rendern und raus. Schon mal, oder solche Tricks, das wäre jetzt ein Trick für jemanden, der SEO machen will als Videograf. Heißt es eigentlich Videograf? Es gibt keine genaue Definition, aber Videograf suchen viele Leute. Gerade in der Hochzeitsbranche suchen gerade Brautpaare Videografen, weil das verbinden mit Fotograf. Es gibt auch keine Bezeichnung. Filmemacher ist zum Beispiel auch keine Definition an sich. Oder es gibt diesen Mediengestalter Licht und Ton, heißt das offiziell als Ausbildungsgenre. Mhm. Aber es ist nicht wirklich, dass ich Filmemacher bin, weil entweder, zum Beispiel ich sehe, dass so ein Filmemacher macht für mich Filme, der im Kino läuft. Und ein Videograf macht Allrounder, Cutter, Editing, Sound Designer, der macht alles. Das ist so für mich die Bezeichnung, für mich persönlich die Bezeichnung als Videograf. Aber ist, wie okay. Du sagst, das weiß niemand, wie ist eigentlich die Definition davon. Okay, Simon, der alle unsere Podcast-Episoden zum Beispiel macht und auch unsere Videos auf YouTube mit produziert, der ist Mediengestalter Bild und Ton. Siehst du? Ja. Siehst du? Jetzt musst du mal ganz kurz gucken. Sven, du siehst ja meine Kamera. Läuft. Nimmt ja. Die auf? Ja, läuft. 29 Minuten, 39 Sekunden läuft die am Stück und dann bricht die ab. Kann ich dich beruhigen. Das ist die Grenze für Fotokamera auf Videokamera. Ey, das wusste ich nicht. 29 Minuten, 59 Sekunden, weil dann, das Problem ist auch steuerlich, ja, da können wir uns wieder ausrichten, wenn eine Videokamera kann unendlich viel aufnehmen und eine Fotokamera ist deklariert steuerlich, darf nicht länger als 30 Minuten filmen. Meine Sony Alpha 7 ist deswegen neulich einfach abgebrochen in einem Interview, weil sie nur 30 Minuten aufnehmen kann? Genau. Deswegen empfehle ich dir sehr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich empfehle dir kleine Investitionshilfe. Hol dir einen Tomos Shogun oder Ninja Flame, habe ich zum Beispiel. Den klatsche ich dran über den HDMI-Ausgang und der überbrückt das Ganze. Der externe Recorder, der kann das dann halt aufnehmen. Ich habe das hier. Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist so ein Cam-Link, hätte ich gehabt, aber haben wir jetzt heute nicht benutzt hier. Achso, dann kannst du es am Dings selber. Nein, wenn du das mit dem Atomos extern aufnimmst, dann kannst du das auch in DNX HD aufnehmen. In einer viel geileren und fast unkomprimierten Qualität. Also nur am Rande. Ah, da schickst du mir auf jeden Fall meinen Link. Ja. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier nur noch ein paar Minuten. Genau, was die Kollegen wollten gerne wissen, die wollen sich ja alle, weil jeder will ja besser, höher, weiter mit der Webseite. Ja, da wollte ich was sagen eben, genau. Genau. Du bist perfekt, dass du das jetzt sagst. Also da wäre mein Tipp auf jeden Fall. Man muss heutzutage versuchen, viel Content zu schaffen. Und viel Content versinkt einfach irgendwo. Also man ist immer perfektionistisch, baut was Riesiges auf und am Ende sieht das aber gar keiner. Das ist ein großes Problem. Und deswegen kann ich echt nur empfehlen, dass man, wenn man gerade wachsen will, seine Perfektion in Richtung Content auf jeden Fall schon mal ganz doll zurückfährt. Weil Content, den keiner sieht, da brauchst du nicht. Ne? Das ist so.
Ja, logisch. Haben wir ganz oft. Wir haben die krassesten Websites. Da wurden 3 Wochen wurde da Content gemacht, ein bisschen mal was, aber niemand zieht da wirklich durch. Das ist schon mal ein großer Vorteil für jeden, der hier zuhört. Ja? Was ich nur empfehlen kann, ist auf jeden Fall, und das mache ich, also das, da ärgere ich mich selber manchmal, dass ich selber auch nicht immer hinbekomme, aber das sind so Sachen wie, wenn du deinen nächsten Film machst, zum Beispiel, dann würde ich auf jeden Fall Snapshots davon, so viel wie es geht, und Produktion, irgendwelche RAW-Erzeugnisse, die noch nicht fertig sind, davon Inhalte schon mal posten einfach und, sag ich mal, auf der Website, vor allen Dingen, wenn man einen Blog hat, da mal vom Unfertigen zum Fertigen und nicht zu viel Aufbereitungszeit investieren, sondern einfach die Inhalte, um die es geht, zur Verfügung stellen. Also einfach zum Beispiel schon mal einen Snapshot aus der Version 1 nehmen, reinkopieren und sagen, das war Version 1. Dann kann man diesen Blogbeitrag immer weiter ergänzen und kann damit Inhalte schaffen on the fly, sage ich immer. Das finde ich sehr cool, ja. Und das ist das, was die meisten, selbst ich tu mir schwer damit, was die meisten nicht hinbekommen. Wenn du es also hinbekommst, es funktioniert wunderbar, weil 90% der Menschen da draußen kriegen das nicht hin. Ja, das ist. Die tun sich damit mega schwer. Die sitzen dann da 1,5 Stunden, dabei wollten sie nur mal ganz kurz zeigen, was sie gerade machen. Das ist so, ja, das zu vereinfachen und dann, ja, das bringt ja auch nochmal zusätzlich Vertrauen, damit man dann auch präsent ist und so. Genau. Was mich interessiert mit SEO, haben wir ganz viele gefragt, ich meine, SEO ist auch wichtig. Jetzt habe ich zum Beispiel, ein Kollege hat mich angeschrieben, hat gesagt, SEO, da wäre Voice-SEO irgendwann die Zukunft sein, durch diese Alexa und keine Ahnung was. So mit Skills, ne? Mit den Snippets da, dass man da gefunden wird. Wie siehst du das? SEO, soll ich eher mich nach auf Keywords spezialisieren, dass ich unter gewissen Keywords gefunden werde? Oder wie soll ich da meine Webseite gestalten? Also ich finde, SEO ist ein wichtiges, cooles Thema für alle, die Content produzieren, sag ich mal. Jetzt muss man unterscheiden, möchtest du jemand sein, der Content produziert und irgendwie sich einen fetten Blog aufbauen möchte, beziehungsweise eine fette Community, da ist SEO der absolute Wahnsinn, weil du bezahlst nicht dafür und deine Community wächst ganz langsam. Oder möchtest du wirklich Jobs haben? Weil wenn du wirklich skalierbar, sag ich mal, Jobs haben willst, dann kommt es auf 2 Sachen an, ob auf deiner Website die geilsten Referenzen sind. Und da kann ich dir nur empfehlen, den Fokus zu lenken. Pack lieber Referenzen raus, die nicht so cool sind, sag ich mal. Oder pack die eher in den Hintergrund, in deinen Blog eben, um regelmäßige Sachen zu haben. Aber auf die Seite, auf die der Besucher kommt, da musst du eine hohe Conversion Rate haben. Da musst du den Fokus erstmal lenken. Bei den Leuten, die dich noch nie, die du auch nicht als Follower haben willst, die willst du direkt als Kunden haben. Die sollen dich direkt buchen, ja? Das heißt, wenn du in diesem Status bist, dass du sagst, ich möchte ja gebucht werden, da kann ich nur sagen, ey, SEO bedeutet sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Wahrscheinlich erst Kunden in einem halben Jahr bis einem Jahr über SEO. Außerdem sind da 4 fette Google Ads Anzeigen darüber. Das ist also keine Maßnahme, um wirklich schnell Kunden zu bekommen. Hier sehe ich immer wieder, dass die letztendlich gerade so im Kreativbereich SEO mal irgendwie gemacht haben und haben eine Website aufgebaut und kriegen darauf Traffic, dass die meistens keine Kunden darüber so richtig, sag ich mal, konvertieren. Die haben immer noch ihre Freunde, die sie weiterempfehlen, oder alte Kunden, die sie dann an nächsten Kunden weiterempfehlen. Klar, kriegen darüber Jobs, haben immer noch ihre Webpräsenz. Da kommen auch Leute über Keywords, wie zum Beispiel Fotograf oder Videograf Hamburg. Aber es konvertiert fast niemand zu einem kalten Lead auf diesen Websites. Bedeutet, und das ist ganz wichtig im Bereich SEO, SEO funktioniert zwar in diesem Bereich, aber sehr langfristig. Wenn du die Leute auf deiner Website erstmal behältst und denen wirklich was zeigst, dass du den Fokus lenkst, was sie sich auch wirklich angucken wollen, also dass sie nicht wieder sofort zurück zu Google gehen. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass die meisten Websites, und das ist der größte Painpoint, würde ich sagen, bei diesen kreativen Sachen, dass die Conversion Rates gegen Null gehen. Das heißt, der größte Traffic bringt dir gar nichts, wenn du diese Conversion Rates nicht nach oben bringst. Also meine Empfehlung ist auch, dass mit den Conversion Rates, wenn du es wirklich schaffst, die Website so schlüssig für den Kunden aufzubereiten und so doll die Customer Journey zu lenken, beziehungsweise seine Klickreise, dass er erst dahin guckt, dann sieht er das Beispielvideo. Du musst genau wissen, welches Beispielvideo willst du ihm zu 100% zeigen. Das muss er finden, das klickt er an, du kannst genau messen, wie lange hat er das geguckt, dann kannst du für wenige Cents Retargeting auf ihn machen. Das kannst du leider nicht durch SEO machen, dass du ihn wieder erreichst, das musst du durch Google Ads machen. Aber du kannst gucken, wie lange hat er das Video zum Beispiel geguckt, und wenn er dein bestes Video zum Beispiel geguckt hat über 1-2 Minuten, dann weißt du, er interessiert sich irgendwie für deine Leistung. So, und da ist eben so wichtig, dass
wenn das schlüssig ist und Google das sieht, dass derjenige nicht sofort wieder auf die Search Engine Result Page kommt, dann hast du schon mal einen ganz guten Vorsprung, weil deine Conversion Rate steigt und dein Traffic wird auch steigen. Alle anderen SEO-Maßnahmen, es gibt sicherlich 1 Million weitere SEO-Maßnahmen. Alle anderen wie Backlinks und so bringen dir Traffic, aber keine Kunden. So null. Ja? Sehr ehrlich. Also ganz vorsichtig sein. Also da will ich ganz ehrlich sein. Ich könnte ja noch sagen, mach Page Speed, ist für mich eine der mit wichtigsten Dinge auch. Ja. Muss aber nur unter 3 Sekunden sein. Du brauchst keine 500 Millisekunden Seite. Das verstehen viele falsch. Wenn die 6 Sekunden lang ist, geht gar nicht. Kill für die Conversion Rate. Wenn die unter 3 Sekunden ist, passt. Ob das 2,5, 1,5 Sekunden ist, alles egal. Hauptsache unter 3 Sekunden. Wollen wir kurz zum Ende kommen. Vielen Dank, das war mega cool, viel, also extrem viel Inhalt, wo du gesagt hast, wenn ich es wiedergeben darf, SEO ist jetzt schon wichtig, nicht so wichtig. Wichtiger ist eigentlich, dass die Leute, dass du die Customer Journey so lenkst, dass die Leute auch Kunden von dir werden und auch überzeugt von dir werden. Und was du am Anfang gesagt hast, Referenzen ist extrem wichtig, was viele vergessen, weil viele Kreative, die ich kenne, sagen, wieso, die sehen doch, was ich da habe. Die können sich doch durchklicken, weißt du, die können ja, ist ja, aber die vergessen, dass man die... So viel Zeit hat keiner. Genau, so viel Zeit. Und das Schöne, den schönsten Begriff, den ich im Online kennengelernt habe, ist dieser DAO. Dieser dümmste anzunehmende User. Ja, das fand ich super cool, ja. Ja, okay, ich will gerne zum Ende nochmal eine kurze Fragerunde machen, wo du einfach die folgenden Sätze ergänzt. Dann sind wir fertig, ist gut. Also, die 3 wichtigsten Tipps, besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Oh, für eine Videoproduktion? Ja, natürlich. Ein gutes Programm, dass man alle Tastenkombinationen bei Premiere kennt? Ja. Dass Premiere nicht abstürzt und man einen fetten iMac hat, der auch den richtigen Treiber drauf hat. Das ist wichtig. Und richtig viel RAM. Alles klar. Also. Und die Kamera ist egal. Kamera ist egal, ganz wichtig. Gut, Kamera wäre die nächste Frage. Kamera ist egal, überspringen wir. Dein Lieblingsbuch ist, ich sehe, du liest sehr gerne. Ja, mein Lieblingsbuch ist How to make your advertising make money. Dein Lieblingszitat ist? Ist ja eigentlich das, oder? Wahrscheinlich. Mein Lieblingszitat eigentlich, ich bin schon ein großer Naturfreund auch. Das ist dieses Creed-Zitat. Wenn der Mensch merkt, dass man Fische, warte, wie, der Mensch wird erst merken, wenn der letzte Fluss ausgetrocknet, der letzte Baum gefällt. Und jetzt kommt noch irgendwas Drittes noch, dann wird der Mensch merken, dass man Geld nicht essen kann. Sehr Kennst cool. du das Zitat? Ja. Ich krieg's gerade nicht ganz zusammen, das ist ganz gut. Und das beste Marketingbudget-Zitat ist von Henry Ford, das ist, man sollte immer 50, oder wenn man $1 in die Produktion seines Produktes reinsteckt, sollte man für jeden dieser Dollar, sollte man $1 in die Bekanntmachung seines Produktes stecken. Ziemlich so hat er es gesagt, vom Wortlaut cool, her. Ja. In 5 Jahren werden Videos noch wichtiger sein als heute. Nee, also auf jeden Fall nicht durch Voice ersetzt. Nicht ersetzt, das könnte da knicken. Aber Videos werden sehr stark durch Podcasts ersetzt. Kann ich ganz klar so sagen, ich höre mir sehr viele Videos von YouTube nur an. Ja, da habe ich gerade gelernt, dass man in dieser Mitgliedschaft von YouTube inzwischen sein Handy auch dann ausschalten kann und dann kann man es nur anhören. Ich höre mir die meisten Videos nur an und viele werden sich Videos auch nur anhören. Also Vorsicht für alle Videografen, der Ton muss immer geil sein. Sehr guter Tipp, ja. Dein Vorbild ist? Jonas. Jonas Schindler. Ja. Schaut mal, WooCommerce-Kurs. Findet man ab jetzt auch auf Website. Ja. Jonas Schindler. Ja. Alles klar, cooles Vorbild. Auch sehr sympathisch, liebe Grüße. Deine Webseite ist dieberater.com.de, ich weiß gar nicht mehr. .de, das ist unsere Agentur, dieberater.de zusammengeschrieben und Website-Piloten ist meine Plattform sozusagen für die Kurse. Ja, sehr cool. Ja. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann Malte, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich fand es sehr cool, Malte, dass du für mich Zeit hattest heute. Wir hatten eigentlich, man muss es sagen, wir hatten eigentlich beide keine Zeit heute wirklich. Wir sind beide ein bisschen so, deswegen läuft das auch so schnell heute mit dem Podcast-Interview. Ich will gerade klettern gehen. Ich brauche unbedingt Bewegung, muss ich gerade sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich 1000 Termine heute habe, aber ich habe einfach. Ich habe gerade einen Bewegungsdrang. Ja, ist doch cool. Ich denke, das kennt jeder so, wenn man gerade so. Ja, wir waren. Ich gehe mal mit Jonas klettern, das ist das Ding. Sehr cool. Deswegen, das muss jetzt her heute. Ja, wir haben für uns jetzt die Trampolinhalle entdeckt. Die ist auch cool, ne? Ist geil, ne? Ja, klettern, bouldern ist auch. Das ist unser Ding. Ja. Okay, Malte, ich danke dir 1000 Mal, dass du heute da warst. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Abo, ihr kennt das alles. Ich hasse diese Sätze. Macht das einfach.
Alle geil, werden glücklich. Okay. Danke dir. Bis dann. Ciao. Jo, ciao.